Willkommen zurück zu Cave Story. Ich habe das Ganze nochmal nachbestellt, da draußen mit den Typen gequatscht, mit den kleinen Männchen. Aber ich werde jetzt nicht direkt ins Mimigadorf zurückgehen, weil in etwa 10 Minuten wird es noch einen Grund geben, ins Mimigadorf zurückzugehen. Und nochmal 5 Minuten später ungefähr wird es dann eine Möglichkeit geben, dort sehr schnell hinzukommen. So, eine Kleinigkeit, die gerade auffällt, vielleicht dem einen oder anderen, ist diese Analoguhr hier. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, das fällt wahrscheinlich auch auf. So, diese Analoguhr ist ein Zeichen dafür, dass man hier rein kann. Und hier gibt es dann den Nikumaru-Counter oder in einer anderen Übersetzung der 290er-Counter. Den braucht man, um ins letzte Level reinzukommen, soweit ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher, man braucht den auf jeden Fall, um das Spiel zu 100% durchzuspielen. Von daher ist es schon richtig, dass ich mir den jetzt geholt habe. Oh, ein Herz. Ja. Genau. Mit diesen kleinen Männchen. Da werde ich dann nachher im Dorf den Mann holen. Doch genau, den Mann holen und zurückbringen. Nach hier. Und dann werde ich dafür im Gegenzug eine neue Waffe erhalten. Und wenn mich nicht alles täuscht, das ist, glaube ich, die letzte Waffe in dem Spiel. So, zuerst mal möchte ich diese Viecher hier loswerden. Weil die doch schon ziemlich nervig sind, sage ich doch, da war ich zu langsam. Beziehungsweise bin ich hoch genug gesprungen. Ja. Wunderbar. Wenn ihr vielleicht merkt, ich habe das gerade ein bisschen vorbereitet. Habe ich auch in einem Kommentar geschrieben vorhin, dass ich hier bei dem 100% Run nicht immer so ewig brauchen will, wie beim ersten Durchspielen für die Sachen. Und deswegen öfter mal Vorbereitungen treffe oder blind ohne Aufnahme vorausspiele, damit ich dann, wenn ich aufnehme, relativ schnell bin und das alles zeigen kann, ohne dass es hier nochmal ewig dauert. Und da sind wir auch schon im Storehouse. Uah. So ein Feigling. Ich rede mal mit dem. Das kennen wir alles schon. Das ist der Wissenschaftler, ne? Der Ito, genau. Der Nicht-Wissenschaftler, Ingenieur. Genau. Der nachher gebraucht wird, um die Rakete zu basteln. Und jetzt sind wir in der Plantage. Ich würde gerne nach oben schießen. Ja, genau. Wenn sie links. Ach, egal. Ich treffe einfach nicht. Kurz zusammengefasst, ich treffe einfach nicht. Ja, genau sowas wollte ich. Hier gibt es eine kleine Änderung. Weil ich jetzt Curly Brace gerettet habe, liegt die auf dem Bett. Das kennen wir schon, das kennen wir nicht. Wer bist du? Wer bist du? Das kennen wir auch nicht. Genau, sie hat keine Ahnung, wer sie ist, aber es gibt einen gewissen Pilz, der Gedanken und Erinnerungen zurückbringt, wenn man ihn isst. Du hast aber, genau, er hat keine Ahnung, wo man den findet, aber ich weiß zum Glück, wo man den findet. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das gibt im Mimigadorf den Pilz. Das ist genau der Pilz, den ich letztes Mal schon holen wollte. Der aber dann nicht anzusprechen war. Weil ich ja nichts mit ihm zu tun gehabt habe. Das merkt er wohl irgendwie, keine Ahnung wie. Ah, Heilung. Wunderbar. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Genau, ich will zurück zu dem Migadon. Nein, zuallererst. Zuallererst.
will ich da hoch und mir die Lebenskapsel holen. Und hier links ist dann ein Teleporter, mit dem ich ins Mimigadorf zurückkomme. Das ist das, was ich meinte mit einer einfacheren Möglichkeit, ins Dorf zurückzukommen. Und da ich dann gleich zwei Sachen zu erledigen habe, muss ich ja auch nicht zweimal dahin. Der Booster 2.0 ist echt praktisch, um so in der Luft zu navigieren. Problematisch ist allerdings nur, dass mein Gamepad nicht das allerbeste ist. Und das ist öftermals, wenn ich nach links zeige, eben auch gleichzeitig nach oben. Oder generell, wenn ich irgendwo hin zeige, öfter mal auch eine benachbarte Richtung anzeigt oder rausgibt an den Computer. So, dass ich nicht unbedingt immer in die Richtung mich booste, in die ich wirklich will, sondern manchmal auch eben auch ja, nach oben oder unten statt links oder rechts oder so. Ich dachte eigentlich, ich käme hier ins Dorf zurück. Das ist ein Teil, den ich nicht vorbereitet habe. Ja, nein, wirklich schon. Also, egal wie sehr ich mich vorbereite, es gibt immer wieder Überraschungen. Uah! Ich dachte gerade nicht, dass ich hier hochkomme. Ich wollte voll unten rumlaufen. Ah, immerhin. Hier kann ich mir zum Beispiel schon mal das nervige Hochspringen und Navigieren sparen. 45, voll geheilt, oder? Ja, voll geheilt. Und die müsste ich jetzt eigentlich auch mit einem Schuss kriegen. Ja, genau das meinte ich gerade. Ich wollte ja gerade nach oben boosten, nach links boosten. Ich bin aber halt wegen des Gamepads irgendwie falsch. Jedenfalls nicht dahin, wo ich dachte, dass ich hin will. Aber das ist alles lösbar. Das sind alles keine wirklichen Probleme. Ich muss ja einfach nur wissen, dass es so ist. Und dann kann ich damit umgehen. Das ist jetzt zwar Grass Town, ja. Aber das ist angenehmer als durch den, wie heißt der? Durch den Eierkorridor zurückzugehen. Durch den Eierweg. Weil die Gegner hier doch um einiges nochmal schwächer sind als im Eierkorridor. Den Saft, den Quallensaft habe ich immer noch dabei, genau. Da muss ich mir jetzt keinen neuen holen. Eigentlich will ich die auch gar nicht alle hier aus dem Weg räumen. Es reicht ja vollkommen aus, wenn ich hier durchkomme. Ich muss einfach nur kurz... Mist. Passt schon. Heilen kann ich mich ja im Dorf. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt ins Dorf. Ich hole den kleinen Mann. Und ich hole den Champignon. Nein, Champignon. Nein. Genau, doch, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Erstmal heile ich mich eine Runde. Dann speichere ich nochmal eine Runde, weil ich gegen einen von beiden werde ich gleich kämpfen müssen. Ich verrate noch nicht gegen welchen. Ich glaube, hier habe ich mich überall schon umgeguckt, seit ich zurück bin mit dem Booster. Und mit dem Booster ist man einfach so viel schneller als zu Fuß. So, der kleine grüne Mann, genau, ist da unten. Hol ich den jetzt zuerst? Ich hol den mal zuerst. Dann mache ich mal zuerst hier die ganzen Gegner aus dem Weg. Ups. Ich glaube, der hier hat Erfahrung. Genau. Wunderbar. Noch. So, und du, genau. Deine Frau schaut nach dir und sucht dich und du kommst jetzt bitte mit. So ist das. Ja, yep. Und wie ihr seht, werde ich gegen den Pilz kämpfen müssen. Was nehme ich denn da für eine Waffe? Das Schwert. Zuerst muss ich mich einer Prüfung stellen. Genau, ich habe was mit dir zu tun. Amnesia. Die Mushroom Badge. Nee, die will ich nicht. Na, okay. Ja, dann will ich sie. Aber in Wirklichkeit willst du sie doch nicht, oder? Also, nein. Ich will sie. Ja, ich will sie. Ja, ich will sie. Aber in Wirklichkeit willst du sie doch nicht, oder? Nein, ich will sie. Schön. Doppelte Verneinung. Und wenn man jetzt im Inventar guckt, was dieses Pilzabzeichen macht, dann sieht man, es hat nicht wirklich irgendeinen Nutzen. Und um ehrlich zu sein, braucht man sie auch gar nicht.
Also, das gibt er jetzt auch zu. Und genau, ich will dich, du Pilz. Und wenn du der Einzige bist, ich will meine Freundin retten. Warum krieg ich dich nicht? Ach so, der ist wohl unverwundbar gegen das Schwert. Einmal aufladen. Ey! Nein! What are you doing? Da ist er. Ja. Oh, wie toll. Ah, Level 3 haut ziemlich rein. So, noch einmal. Und dann müsste ich den eigentlich haben. Ja, hab ihn. Wunderbärchen. Und da habe ich den Pilz selbst. Ha! In your face. Und an diese Ketten kann man immer noch nicht klettern, ne? Das war irgendein Super Mario Hack, bei dem das ging. Die dummen. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber der Booster ist echt super. Viel besser als der Booster 0.8. Jetzt frage ich mich allerdings, wie ich wohl am schnellsten wieder zurückkomme ins Labyrinth. Blödsinn, nicht Labyrinth, in die Plantage. Erstmal heilen und nochmal speichern. Ah, hat der Booster jetzt eigentlich was anderes zu sagen? Nee. Nee, nee, nee. Genau, das kennen wir schon. So, was gibt's hier? Genau, Labyrinth. Nee, ins Labyrinth will ich nicht. Sandzone bringt auch nichts. Entweder ich mache jetzt Grasstown nochmal. So halb durch. Oder halt den Eierkorridor ganz durch. Aber der Eierkorridor ist echt um einiges schwieriger als Grasstown gerade. Der ist nach dem Schlüpfen der Drachen wirklich um einiges schwieriger. Ich habe es beim Vorbereiten habe ich ein paar Mal durchgemacht und es nervt. Hat hier nicht mehr Erfahrung verloren? Nö, alles gut. Hey! Das Schwert besser in Erinnerung. Vielleicht habe ich auch meine Skills besser in Erinnerung. Das kann natürlich auch sein. Ach, was soll's. Ich nehme hier einfach den Feuerball. Ja. Das passt schon. Geh dir einfach mal aus dem Weg und dann. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, ne? So. Einmal hier rüber. Ich brauche nicht mal die Ventilatoren. Nicht Ventilatoren, wie heißen sie? Ja, doch, Fans eigentlich. Ventilatoren. Komm schon hin. Gegen so viel Kleinvieh ist die Waffe eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Wenn man sie so wie den Booster benutzt. Schießt er eigentlich, wenn ich ihn auf Anhieb kaputt kriege? Nein. Okay, gut zu wissen. Ja, das war jetzt. Wow, das geht durch die Wand durch. Das war irgendwie klar. Und wenn ich schon mal hier bin, na, speichere ich hier nochmal. Was steht denn da auf dem Computer eigentlich? Ja, genau, ich kann mich wieder zurück teleportieren. So, damit ist der alte Mann, nein, der kleine Mann abgeliefert. Und ich habe für Curly Brace den Pilz dabei. Bevor ich ihr den gebe, werde ich allerdings nochmal runtergehen zu den kleinen Menschen. Oder zu den kleinen, keine Ahnung, ob es Menschen sind. Weil dort bekomme ich nochmal eine Waffe. Eine sehr interessante Waffe. Von der ich gerade nicht wirklich viel Erfahrung habe. Ich weiß so ungefähr, was Sache ist mit der Waffe. Die ist nämlich ein bisschen anders als alle anderen Waffen. Aber so richtig damit gekämpft habe ich noch nicht. Ich habe sie beim Vorbereiten mal geholt und dann ein bisschen in die Luft rumgeschossen damit, aber Erfahrung habe ich damit wirklich keine. So, mal schauen. Wann muss ich nach links? Nein, die Karte ist oben. Jetzt soll ich mal schon mal langsam in die Richtung gehen. Joa, so sollte das doch passen, ne? Genau, da ist Katsuma. Jetzt, was kann schon schief gehen? Ich hoffe nur wieder beim Rückweg kriege ich es wieder hin. Ich bin zu Hause, yay!
immer schön, zurück zu sein. Du hast ein schönes Schwert. Möchtest du es tauschen gegen meine wunderbare Pistole oder Waffe? Ja, das möchte ich tun. Und dann bekomme ich den Nemesis. Eine Schusswaffe. Danke für die Hilfe. Und hast du noch was anderes zu sagen? Wer bist du? Nö, das ist das gleiche wie vorher. Der Nemesis. Ups, ich hab's schon wieder vergessen. Oh Mann. Der Nemesis. Eine Pistole. Man sieht eine Waffe. Und weil das gerade so knapp war, wenn du runterfallen, will ich hier echt nochmal speichern. Nee. Das Risiko, das gehe ich nicht ein. Dass ich hier wieder runterfalle. Oder irgendwie sterbe oder so. Wunderbar, ich habe es gespeichert. Jetzt kann ich ja mal zeigen, was die Waffe so ein bisschen... Na, wobei, der nächste Gegner ist hier ein Stück weg. Ich zeig's beim Aufstieg. Oder in der Plantage. Oder in der nächsten Folge. Ich glaube, das mache ich tatsächlich in der nächsten Folge. Also den Aufstieg jetzt schon noch hier und so. Und auch Curly Brace. Das gibt's alles noch in dieser Folge. Aber die neue Waffe, die gibt's in der nächsten Folge. Ha! Ich habe im Übrigen noch keine so richtige Idee, wie ich diese und die nächste Folge nennen werde. Ich habe so eine grobe Ahnung. Aber eigentlich ist das nicht wirklich gut. Und wie es danach weitergeht, habe ich erst recht keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gemerkt hat, worauf die Titel anspielen. Wahrscheinlich schon. War ja relativ eindeutig. Das Problem ist nur, es gibt da nur begrenzt viele Titel, nämlich 7. Und, ja. Na, ach, verdammt, da war ich zu langsam. Boah, bin ich gerade schlecht. Wie kann ich mich jetzt eigentlich wieder heilen? Gibt es hier beim Aufstieg eine Heilungsmöglichkeit? Ich glaube nicht, ne? Höchstens die Herzen, die irgendwelche Gegner fallen lassen. Habe ich nicht gerade aufgeladen? Ich dachte, ich hätte aufgeladen. Könnt ihr nicht beide reinfliegen? Das wird so viel einfacher. Schon wieder kein Herz. Ich will mich doch nur heilen. Wobei, das wird hier wahrscheinlich sowieso nichts mehr. Aber ist ja auch egal, ich bin ja oben. Na. Soll ich speichern? Ja, ich speichere nochmal, bevor ich hier zu Curly Brace gehe. Hast du jetzt irgendwas anderes zu sagen? Nee. Oder vielleicht doch? War es was Neues? Keine Ahnung. Oh, da ist Heilung. Wenn auch nur 2 Punkte. Heilung. Hey! Ich habe dir nicht erlaubt, mich anzugreifen. So, genau. Ja, den habe ich dabei, den habe ich dabei. Nein. Okay, dann passiert nichts. Und wenn ich ja sage, dann stopfe ich den Pilz in ihren Mund. Wie nett. Quote! Ich erinnere mich jetzt. Dein Name ist Quote. Wir wurden damals geschickt, um die Dämonenkrone zu holen. Und die Mimigas... Ja, bla bla. Mimigas wurden getötet. Das kennen wir alles schon. Die Geschichte kennen wir ja schon alles. Das Wichtige ist, die Curly Brace hat jetzt ihr Gedächtnis wieder zurück. Und wenn ich sie jetzt nochmal anspreche, dann hat sie noch was für mich. Nämlich das da. Den Iron Bond. Eine Palette oder Plakette, die uns verbindet. Und Cthulhu hat sie vorher lieber gemacht, als sie noch kein Gedächtnis hatte. Warum eigentlich? Was hat der mit ihr getan? Ey.
Mein nächstes Ziel ist es, mich hier einsperren zu lassen, damit ich Sue wieder treffe. Aber wenn ich es mir recht überlege, will ich vorher auf dem Weg noch eine Kleinigkeit erledigen. Nee, so knapp. Nein. Ah, gut. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Da fehlt mir noch das Passwort. Litagano Mod Scout. Aber nein, was ich tun möchte, ist, da unten ist irgendwas im Wasser. Ich weiß zwar gerade nicht mehr was, aber ich will das. Achso, nee, Blödsinn. Haha, Blödsinn. Ich weiß wieder, was das ist. Das ist der Schlüssel für die Tür, durch die ich durch muss, um eingesperrt zu werden. Ja, das Angel da ist nämlich gleich aus dem Wasser raus. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal mit allen gesprochen habe. Scheinbar schon. Und selbst wenn, ist es relativ egal. Weil die nicht mit mir reden. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Nee, da ist nix. Da unten war ich letztes Mal schon und ich bezweifle irgendwie, dass es jetzt hier irgendwie mehr gibt. Nee. Da ist nix. Nix Neues, nix anderes. Ey! Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob man sich hier irgendwo wirklich heilen kann, denn ey! Ah, diese blöden Viecher, ey, ey! Ich sag's doch, diese blöden Viecher. Vielleicht haben die ja noch ein bisschen Heilung für mich. So viel dazu. Ja! 4 Punkte. Nein, du triffst mich nicht. Ich treffe dich. Nein! Das ging ja nochmal gut. Den kann man relativ gut ausweichen, indem man sich einfach so halb vorne dran stellt. Also, was heißt ausweichen? Die schießen halt einfach drüber. Ah. Ups. Heilung! Wunderbar. So, der hat jetzt geangelt. Und das, was ich möchte, oder das, was er geangelt hat, ist im Eimer. Und unten liegt der Teleportraumschlüssel. Und genau den will ich. Hui, das war, glaube ich, knapp. Den will ich, um da reinzukommen. Und wenn ich nämlich da reingehe, dann ist da ein böser Gegner, den ich aber leider nicht besiegen kann. Und ich glaube auch nicht, dass ich sonst irgendwie hier rauskomme. Aber ich möchte mich natürlich zu Arthurs Haus teleportieren. Fump! Und das kriegt er mit und findet es doof und sperrt mich ein. So, Chomp Chomp. Das ist ja richtig. Der hatte doch in der... im Mimigadorf auch so oder so eine Vase neben sich. So, bevor ich jetzt hier ausbreche und mir den Brief durchlese, stelle ich fest, dass die Folge schon wieder sehr lange ist, sehr lang geworden ist, sehr lange wurde. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cave Story.